Hallo, ich bin Bernd Iset. Ich möchte mit euch oder mit Ihnen über das integrativ-systemische Coaching sprechen. Da verbinden sich Methoden, solche aus dem NLP, solche aus der systemischen Beratung, solche aus Hypnotherapie, Strukturaufstellungen oder der neuroenergetischen Arbeit, die mit dem Nervensystem und dem Körper auf andere Art kommuniziert. Und das ist gar nicht so kompliziert, denn die Grundprinzipien hinter den verschiedenen Schulen haben viel Gemeinsames. Jeder Mensch ist einmalig. Und jede Phase eines Menschen stellt ihn vor einmalige Herausforderungen. Deshalb ist es gut, Wahlmöglichkeiten anbieten zu können. Der Coach ist ein Gastgeber, der ein Buffet ausbreitet, sodass der Klient wählen kann, was jetzt heute für ihn die beste Nahrung ist. Das ist mein Anliegen. Und dazu gehören auch unterschiedliche Stile der Arbeit. Der Königsweg ist die Sprache und der direkte menschliche Kontakt. So viel geschieht dabei. Und durch die richtige Frage können wir Türen öffnen. Lösungsmöglichkeiten zeigen sich. Alternativen oder eine neue Sicht der Welt. Wie aber wäre es, wenn wir dieses Knäuel aus Erfahrung, Gedanken in Herz, Kopf und Bauch einfach mal aus uns rausbringen können? Nehmen wir mal an, das ist unser Klient unterwegs, ein wenig beladen. Vielleicht ist er nicht allein, begleitet von Freunden, von diesen oder von diesen. Und er hat ein großes Ziel. Hier wird er vielleicht ein anderer Mensch sein. So wünscht es sich. Weise, gelassen in seiner Mitte. Und natürlich neue Freunde haben. Einige davon sind die gleichen wie vorher. Einige kommen hinzu. Und er hat vielleicht auch ein bisschen geschäftlichen Erfolg. Und alles das ist schon Entwurf eines erwünschten Zustandes. Dummerweise aber dazwischen gibt es ein Hindernis. Unsere Coaching-Aufgabe, das Anliegen des Klienten. Was machen wir mit diesem Hindernis? Ist dieses Ziel wirklich passend für dich, die anderen, die Welt? Wie geht es dir heute? Wie sieht es mit deinen Freunden aus? Und vielleicht gibt es ein Lösungsangebot, das heißt Ressourcen. Welche Ressourcen brauchst du, um von A nach B zu kommen, um dieses Hindernis vielleicht schmelzen zu lassen? Vielleicht besteht die Ressource aus Weisheit, Stein des Weisen. Vielleicht mit dieser Weisheit verändert sich das Hindernis, geht zur Seite und wird sowas wie ein Weg. Möglicherweise gibt es hier viele detaillierte Schritte, einen genauen Plan, was zu tun ist. Möglicherweise aber hilft das alles nichts. Denn das Hindernis ist da und will nicht weg. Dann hilft es nur, hinter das Hindernis zu schauen. Es sieht dunkel aus, aber dahinter mag auch etwas Helles sein. Von außen kann man es sehen, er kann es nicht sehen. Und wir können dahinter anfassen und berühren und uns fragen, was ist da? Eine gute Absicht, ein verborgenes Bedürfnis. Wenn wir das wahrnehmen, darf sich das verwandeln. Erstmal zeigt es sich uns, wird vielleicht so etwas wie ein Hinweisschild auf etwas, was wertvoll war. Was wir mitnehmen können und von wo aus der Weg in die Zukunft leichter geht. Manchmal hilft weder die Weisheit, noch das Erkennen der guten Absicht, noch die beste Strategie, denn dieses Hindernis hat zu tun mit vergangenen Erfahrungen. Wenn dies nur aus der Vergangenheit ist, haben wir auch dafür Möglichkeiten. Denn das, was wir heute zur Verfügung haben, ist anders als das, was damals war. Und vielleicht muss diese Weisheit und die Würdigung der Werte in einem anderen Zeitraum, in einem anderen Kontext geschehen. Und dann wird es möglich, dass das hier auch zu einer wertvollen Lernerfahrung wird. All dies ist das Gestalten eines Systems. Eines Systems aus Erfahrungen, Beziehungen, aus dem, was im Klienten vor sich geht. Und so ist jedes Coaching auch innere Entwicklung. Manchmal ist es das innere Team, das wir gestalten. Manchmal ziehen wir vernachlässigte Teile auf, fördern sie, um eine größere Balance zu bringen. Manchmal bringen wir alles in Kontakt. Und manchmal ändern sich unsere Werte und sozusagen unsere Landkarte von der Welt. Vielleicht also ist Coaching so etwas wie die Pflege des Zen-Gartens. Von hier nach dort, aber auf einer Unterlage und auf einem beweglichen, lebendigen Boden, in dem wir Möglichkeiten schaffen, Räume freisetzen und in dem dann vielleicht all jene Perlen und Sterne wachsen, die man jetzt gar nicht sehen kann, weil sie farblich so ähnlich sind, die das Leben lebenswert machen.
Dazu lade ich Sie ein. Es ist nicht ungefährlich. Es könnte Sie selbst verändern. Denn Lösungen lauern überall.